Kathrin Zwinki, wieder mal ein Cup, ein Pokal in der Hand gehabt. Ist das Balsam nach der letzten Saison? Ja, es ist sicher genug durch ein Stück weit, weil letzte Saison ist schon sehr, sehr bitter zu Ende gegangen für uns im Cup und in der Meisterschaft. Und darum es ist schon schön, dass wir uns jetzt ein bisschen revanchieren können. Aber ich glaube, die Saison ist noch lang und wir müssen noch vorwärts machen, weil wir die anderen Titel eigentlich auch holen. Ich wollte sagen, oder? Letztes Jahr hat ja der Super Cup auch gewonnen. Aber das ist jetzt nicht ein schlechtes Omen für die Saison, oder? Ich bin ganz ehrlich gesagt nicht abergläubisch. Darum ich glaube eigentlich nicht, dass das einen Einfluss hat. Oder jede Saison startet von null. Wir müssen wieder kämpfen, wir müssen wieder Vollgas geben. Ich rechne auch mit einer ausgeglichenen Liga wie vielleicht noch letztes Jahr. Es wird enge Spiele geben und auf das freue ich mich auch. Und wir werden sicher alles dafür tun, dass wir am Schluss wieder im Finale stehen dürfen. Hat irgendwie das Gefühl gehabt, ihr seid heute bei den Jets relativ leicht durchgekommen? Hat das getäuscht oder wie war so das Feeling auf dem Feld als Spielerin? Das ist jetzt noch schwierig zu beantworten. Ich denke auch, sie haben ganz eine andere Saisonvorbereitung wie wir. Sie haben sehr, sehr viele Spiele dabei. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen, wenn man das vielleicht ein bisschen gemerkt hat. Ich habe die Reaktion am Schluss vermisst. Die Power, die sie im Cup-Final hatten oder im Super-Final, ist von ihnen nicht gekommen. Ob es an uns gelegen ist, ob wir wirklich gut Hockey gespielt haben oder ob sie einfach wirklich ein bisschen platt waren, das müsst ihr sie fragen. Das kann ich nicht genau beantworten. Von uns her ist einfach sicher, ich finde, wir haben unsere Linie, unseren Gameplan umgesetzt. Wir haben das gespielt, was wir wollten und auch gut gespielt. Und auf dem können wir aufbauen. Zum Schluss noch, eben, wir starten jetzt mit einem Pokal in der Hand, das ist sehr positiv und gleichwohl, auf was liegt jetzt noch der Fokus, bis es in zwei Wochen so richtig losgeht mit der Meisterschaft? Ja, der Fokus liegt auf noch vielem, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Arbeit ist noch lange nicht gemacht. Wir haben noch, physisch sind wir noch dran, wir sind neue Trainer, neues System, Special-Situationen, es sind eigentlich überall sind noch gewisse Baustellen, die wir angehen müssen. Und wir haben auch noch Zeit. Die Saison ist mega lang, sie hat noch nicht mal recht angefangen. Das ist das erste Spiel, es ist eine Standardbestimmung und es ist schön, die so zu beenden. Isabel Gehrig, letztes Jahr hat er auch den Super Cup verloren und dafür hat das Double geholt. Ist das ein Trost für jetzt in dieser Niederlage? Ja, nein, also man verliert nie gerne, auch wenn man weiss, dass wir das letztes Jahr schon gemacht haben und nachher gleich das Double geholt haben. Also es ist eigentlich kein Trost, aber der Titel von diesen drei ist am wenigsten wert. Und ja, an dem kannst du aufbauen. Und das ist Anfang der Saison. Und von dem her wissen wir jetzt, was wir besser machen und daran arbeiten. Und dann hoffen wir und wissen auch, dass wir es eigentlich können. Und dann hoffen wir, es ist an die Saison auch besser. Und dann werden wir es wieder schlagen. Was konkret wird denn jetzt eben der Fokus sein, bis die Saison eben richtig losgeht in zwei Wochen? Ja, wir werden sicher noch mal das Spiel anschauen und sehen, was wir falsch gemacht haben. Und nachher anhand von dem aufbauen, das anschauen, korrigieren und dann auf erstes Saisonspiel dann parat sein. Kannst du ja irgendwie schon sagen, klar, eben, der Spiel jetzt noch nicht analysiert, weißt du, an was es hat gelegen oder an was hat es heute gefällt vielleicht noch? Ja, Chur ist sehr früh in Führung gegangen, das ist sicher ein Punkt, aber wir haben es ja schon ein paar Mal kehren können, auch wenn sie 4-1 geführt oder 3-1 geführt haben. Aber ich denke, ja, wir nachher müssen auch riskieren und dann sind Löcher aufgegangen und sie können durchspielen. Und nach einem 7-1 muss man auch sagen, sie haben klar den Sieg verdient heute. Du sprichst gerade etwas an, was ich auch noch wollte ansprechen. Aber ihr habt schon ein paar Mal, obwohl ihr hinter 30 war, auch noch gewinnen können. Habt ihr euch an dem auch aufgebaut, quasi noch in der Drittauspause? Oder wie seid ihr dann reingegangen, obwohl ihr gewusst, ja, wir sind schon so viel hinter drin? Ja, klar. Du erinnerst dich an diesen Moment und du weißt, du hast schon mal kehren können. Und das ist halt schon Motivation und der Glaube ist schon mehr da, wie wenn du es noch nie kehren können. Aber ja, nachher ist es 5-1, 6-1 gekommen und dann hast du auch im Team gemerkt, die Stimmung ist nicht mehr so gut gewesen. Und an dem müssen wir auch arbeiten, dass wir wirklich bis zum Schluss kämpfen und alles geben.